herzlich willkommen hier zu einer neuen Lootchest, nämlich die aus dem Horror-Oktober. Die Horror-Lootchest Ultimate hatten wir ja schon und jetzt haben wir die normale. Wir gucken mal rein. Natürlich hier wieder am Rand, damit keiner was sehen kann, außer ich. So, dann haben wir hier gleich mal als erstes ein Poster. Gucken, was hier drin ist. Ein Poster. Dann weg. Und mal so. Natürlich falsch rum. Und wir haben hier ein längliches Poster aus dem Film S, machen wir S2, mit dem Bild von Georgie, der am Anfang ja umkommt. Spoiler-Alarm, Entschuldigung, falls ihr noch keiner gesehen hat. You float too. Ihr werdet alle fliegen oder so. Float heißt ja eigentlich irgendwas mit Schiffen. So. Dann können wir das hier so fliegen lassen. Also ein längliches Poster gebe ich vielleicht Howie, falls du zuschaust. Das ist deins, kannst du schön auf in deinem Gaming Room. Ne, weiß Bescheid. Gut, dann haben wir hier als nächstes ein Mops aus der Serie. Einfach so von, hier seht ihr, von Funko. Und eine ganz neue hier. Five Nights at Freddy's, dieses Spiel, ne? Das Horror-Game, ein Schlüsselanhänger oder so hier mit so einem Clip, ne? Ich zeige ihn hier euch nochmal. Also, ein schöner Schlüsselanhänger. Dann als nächstes Horror Classics. Wieder eine Puppe aus verschiedenen Filmen. Ich mach's mal auf. Immer wie dieser Plastik-Scheiß statisch aufgeladen ist, bleibt immer Scheiß kleben. So, jetzt reißen wir mal die Scheiße auf. Natürlich noch in schwarzer Plastikfolie eingewickelt. Na, seid ihr gespannt? Seid ihr gespannt? Und wie könnte es sein, wir haben natürlich hier Slimy aus. Man hat den fetten Butt. Schönen fetten Arsch. Twerk it. Also hier haben wir Slime von Ghostbusters. Mit seinem fetten Arsch, so ein Kim Kardashian Arsch hat er wohl. Twerk it. Ne? Wie ihr wisst. Also wieder eine Figürchen. Wir gucken jetzt noch mal, was sonst noch so kam. Also wir hätten hier noch Freddy Krueger, dann so ein Achsenmann, eine Frau Slimy haben wir ja, den aus diesem Orange-Film, glaube ich. Dann Adam's Family, Jason, hier aus American Horror Story. Teenage Werewolf oder so. Die Zwillinge aus Shining. Willst du mit uns spielen, Danny? Und so. Dann als nächstes. T-Shirt machen wir mal halt zum Schluss. Lege ich hier schon mal hin. Dann mal wieder Bazooka. Habe ich schon tausendfach. Brauche jetzt nicht probieren. Ich brauche nur Essen, wenn Andi hier ist. Dann haben wir hier schon das letzte. Dann haben wir hier schon das Buch. Und ihr seht, alles alle. Hier schon mal hier den ganzen Müll reintun. So. Und ein weiteres Trivial Pursuit zu The Walking Dead. Aber ich glaube, das zur Comic-Serie. Also ist natürlich die Comic-Serie, aber zum Comic und nicht zur AMC-Serie.
Das wollte ich damit sagen. Komm schon raus. Oh Gott. Weg. Also es gibt die Themen. Oh, ich habe noch gezoomt. Mal wieder raus. Es gibt die Themen Personen, Orte, Ereignisse, Heftnummern, die Toten, Wildcard. 600 Fragen. Hat man bestimmt einen schönen Spielspaß für die ganze Familie. Oh, diese verkackten Dinger, ne? Hey, jetzt kriege ich diesen scheiß Seemannsknoten nicht auf. Unboxing, was er schon die runter, ne? Ja, ich wusste es. Ja, so geht's. Hier. Das würde ich nicht. Muss ich später suchen. Pappe. Egal. Das lasse ich mal so. Mach mal auf. Puppe. Hier extra noch in den Scheißdings hier flochten. Dann können wir auch mal eine Frage machen. Ich komme auch weg. Oh, die ganzen. Klasse Scheiß. Sobald ich das hier ausgepackt habe, geht's los. Zur Info, wir sind jetzt auch auf Instagram. Folgt uns, Link unten in der Videobeschreibung. So, jetzt machen wir mal eine Frage. Ihr könnt ja mal die Antwort in die Kommentare schreiben. Stell scharf. Wie heißt das Kompendium mit den ersten 6 Heften? Also es geht wirklich um die Hefte. Schreibt sie in die Kommentare. Alles klar. Also hier das The Walking Dead Comic Trivial Pursuit. Yeah. Schon wieder mal, kann ich ja mal mit Andi spielen oder machen wir mal ein Live-Let's Play. Ich habe auch davon keine Ahnung, ob auf einmal geht oder was. Also hier der Würfel, zum Beispiel Zombie kommen und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Deckel drauf. Müll weg. Jetzt haben wir noch das T-Shirt. Messer weg. Ich will hier nicht bluten, obwohl es der Oktober ist. Ja. Kann man das? Nee, wir müssen noch. So. So. Noch das T-Shirt. Mach mal mit meinen Zehen auf. Ja, ich weiß, 3XL, ich bin ein großer Mann. Brauche ich das? Ich doch ein bisschen nach da. Oh. Richtig gut. Zeige ich euch mal. Hier. Es ist Jasons Hockeymaske, aber hier ist noch irgendwas. Das ist Jason. Also Jason ist das Thema. Jeder Wald, da die Hütte. Ich glaube, das ist das Ende von Teil 1. Ich zoome euch mal an. Hier, wo die auf dem Boot und dann Jason rauskommt und die noch schnappt. Und hier unten, Jason wartet auf seine Beute.
Also, ein Jason-Shirt. Können wir das alles wieder drauflegen. Geordnet. Entschuldigung. Muss aufstoßen. So, das Poster sieht man jetzt nicht, aber ihr habt es ja gesehen im Video. Und dann kommen wir mal zum Lootbook. Passend zur Oktober, zu Halloween. Der letzten Jahr auch in Niedersachsen ein Feiertag. Der Reformationstag, wenn das der ist. Weiß ich jetzt nicht. Hier habt ihr nochmal eine Sicht von der letzten Loot-Chest. Findet ihr in unserer Unboxing-Playlist, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Also das Unboxing der Loot-Chest-Playlist habt ihr bestimmt schon gesehen. So. Der Weihnachtskalender müssen wir nochmal sehen, ob wir den besorgen, weil wir müssen ja noch alles selber bezahlen und so, wisst ihr ja. Mal gucken, ob wir den noch kriegen, dann packen den Howie und ich aus. Vielleicht auch mal Andi, ne? Also wir haben hier das Friday the 13th T-Shirt, das Trivial Pursuit The Walking Dead, aber zur Comic-Serie, also zum Comic, nicht zur Serie, so. Das habe ich auch als T-Shirt, gibt es jetzt immer als kleines Poster drin. Ein T-Shirt, bedruckt, Dinger, Bild. Dann ein schönes Rätsel. Dann haben wir hier Five Nights at Freddy's aus dem Horrorspiel. Und hier das Poster Stephen King S. Hat 5 Euro kostet die Scheiße. 5 Euro! Das gab es natürlich gratis. Und das Plus war eine kleine Horrorfigur. Wir haben hier Slimy. Oder wie der heißt. Blob. Ja. Wie könnt ihr sehen, Horror haben wir erledigt. Jetzt kommt Star Wars demnächst. Nächsten Monat können wir die bestellen. Und im Dezember kommt die dann. Ja. Ich hoffe, euch hat es wieder mal Spaß gemacht. Mir zuzugucken, wie ich einen Herzkoller kriege beim Auspacken. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in einem Let's Play. Im nächsten Unboxing. Harald. Ich bin ja Harald. Bekloppt. Ich kann nicht abmoderieren. Das ist die Scheiße, sage ich jedes Mal. Ich meine, bei Howdy seht ihr auch noch Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Tschüss.